Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder GameStar und zwar mit dem Boostbox GameStar PC Ultimate Ryzen bla 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 bla. Das sind nur die technischen Specs für 1349 Euro. Dieses Video wird unterstützt von Lexip und den neuen lizenzierten Headsets, Mäusen, Controllern und Mauspads im Naruto Shippuden Design. Erhältlich sind Designs zu Madara, Kakashi und Sasuke in verschiedenen Ausführungen. Die Auflage ist limitiert und enthält auch ein Lizenzzertifikat mit durchlaufender Nummerierung. Mein persönliches Highlight ist der drahtlose Controller mit vier programmierbaren Paddles, Audioanschluss und Kompatibilität zu Nintendo Switch und natürlich auch Windows-PCs. Aber auch das Headset kann sich sehen lassen mit verstellbaren Kopfbügel, eingebauten Regler für Lautstärke und Mikrofon, Bluetooth-Funktionalität und abnehmbaren Mikrofon. Die Maus verfügt über einen Sensor mit 12.000 dpi, einem analogen Daumenstick, programmierbare Knöpfe und ist variierbar im Gewicht. Weitere Infos zu Lexip und den limitierten Naruto-Produkten findet ihr in der Videobeschreibung. Das System wurde mir vorgeschlagen von Markus bei uns im Videovorschlägekanal und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das ist jetzt nicht sonderlich fake, man sieht sowieso nicht so viel. Es kann gut sein, dass diese beleuchteten Lüfter so dabei sind. Also bei der AIO weiß ich's, weil das ist einfach nur eine umgelabelte von Deepcool. Aber ansonsten ist jetzt kein beleuchteter RAM zu sehen oder so, der jetzt nicht drin wäre. Das passt schon soweit. Was aber ganz lustig ist, die zeigen auf dem Vorschaubild sozusagen 120mm Lüfter. Von dem Lüfter sieht man nichts. Das bedeutet im Umkehrschluss, ihr wisst, dass einer drin ist, nur er bringt euch nichts. Wir haben ja schließlich eine geschlossene Front. Weder hier unten sind Lüftungsschlitze, noch irgendwie da oben. An der Seite hat man welche, ja. Habe ich aber auch schon getestet, bringt halt nichts. Dazu gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Da habe ich einmal ein Gehäuse genommen mit Meshfront und eins ohne, habe die Temperaturen gemessen und ich kann euch jetzt schon sagen, das ohne Meshfront hat quasi überhitzt und das andere halt nicht. Kommen wir auch direkt zu den technischen Daten. Als Prozessor haben wir den AMD Ryzen 5 5600X. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS. Könnt ihr auch ganz easy mit 3600 laufen lassen, sofern ihr nur zwei Riegel benutzt. Aber dennoch haben wir hier die AM4-Plattform. Wenn wir bei uns im Discord eine Anfrage kriegen zu einem System, sage ich mal ab 1000 Euro aufwärts, gehen wir meistens schon auf AM5. Das ist technisch einfach möglich. Der ist nicht schlecht, der Prozessor. Aber was die Zukunftssicherheit angeht, kriegt ihr schon was Aktuelleres und ja, bei dem Preispunkt halt auch. Falls ihr streamen wollt, rendert bitte über die Grafikkarte. Ansonsten besorgt euch einen 8-Kerner. Würde ich sowieso immer zu raten, weil ihr habt noch nebenbei andere Programme offen und so weiter. Ich sag's andauernd, aber viele verchecken das, deswegen habe ich es einfach nochmal angesprochen. Und der kostet 97,89 € bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 16 GB DDR4 3200 MTS Kingston Fury Beast. Da haben wir jetzt zwar nicht die Timings, aber den Fury Beast gibt es nicht als CL22er, deswegen nehme ich den CL16er. 3200 MTS. Gut, ist die Angabe von AMD, aber es sind halt auch nur 16 GB. Und ich sage euch, 16 GB wird knapp. 32 GB hätten da ganz locker reingekonnt, der ist jetzt auch nicht sonderlich teuer und der Aufpreis, ich spoiler jetzt mal so ein bisschen, da hätte es auch noch locker reingepasst. Ich weiß nicht, warum man sowas in der heutigen Zeit noch macht. Bei DDR5 hätte ich es vielleicht irgendwo noch verstanden, wegen Preisgründen oder was, aber hier bei DDR4, die sind so günstig geworden, die Speicher. Er ist auch nicht beleuchtet oder so für jemanden, der das jetzt gern hat, also es ist keine Beleuchtung dabei und ja, was soll ich sagen. Da hätten 32 GB reingesollt, bei 1350 Euro easy. Und der kostet 32,22 € bei proshop.de. Die Grafikkarte sogar festgeschrieben in dem Fall, dass eine Asus GeForce RTX 4070 Dual 12 GB. Es gibt die jetzt noch als nur OC-Variante oder als Evo OC, aber preislich sind das glaube ich 3 € Unterschied, macht den Braten jetzt nicht fett. Das ist eine gute Grafikkarte für Full HD und WQHD Gaming. Es kommt immer darauf an, wie viel FPS erwartet ihr, beziehungsweise wie viel Hertz hat euer Monitor. Sagen wir mal, ihr habt einen WQHD Monitor mit 165 Hertz, dann wollt ihr auch, dass die Spiele 165 FPS stabil schaffen. Da müsst ihr dann halt mit DLSS und sowas arbeiten. Von der reinen Rohleistung geht das dann nicht mehr. Also es kommt natürlich aufs Spiel an, ne? So Extrembeispiele Cyberpunk oder Hogwarts Legacy und so, da braucht ihr diese Tricksereien, bei Valorant jetzt natürlich nicht. Aber ist in dem Preispunkt ganz okay. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 531,83 € über eBay bei Notebooks billiger. Die SSD ist eine 1000 GB M.2 PCI Express 4.0 SSD Kingston NV2. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde. Die gibt es mit TLC oder QLC Speicher. Ist für einen Gamer jetzt nicht so wichtig. Ist eher wichtig für Leute, die, sag ich mal, viel Daten hin und her kopieren, Bilder sichern, Videos sichern, das tagtäglich machen. Ne? Für einen Gamer ist es relativ Latte. Die siedelt sich von der Geschwindigkeit so im unteren Mittelfeld an. Es gibt auch noch SSDs im PCI Express 4.0 Bereich, die dann 7000 MB oder noch mehr können. PCI Express 5.0, die können da schon 12 oder 13.000, aber das ist deutlich zu viel. Es ist irgendwo okay bei so einem Preispunkt. Mit 1 TB müsst ihr dann erstmal auskommen. 2 TB rate ich immer an, weil die Spiele werden immer größer, die werden nicht kleiner in Zukunft.
aber es ist erstmal okay. Und die kostet 50,85 € bei reichelt.de. Das Mainboard ist ein Asus TUF B550 Plus Gaming Wi-Fi 2. Also erstmal der B550 Chipsatz ist völlig in Ordnung für diesen Prozessor und es ist ein Full-ATX Board. Das gibt es nämlich auch als Micro-ATX, aber es ist Full-ATX. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten noch eine weitere SSD, hier kommt die Grafikkarte rein, dann habt ihr potenziell noch 4 Erweiterungsslots, also ich weiß nicht, ob man den hier noch nutzen kann unbedingt, weil der Kühler der Grafikkarte halt das vielleicht überdeckt, aber ansonsten habt ihr halt 3 übrig für eine Capture-Card oder was auch immer. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss. Die Onboard-Grafik könnt ihr hier nicht benutzen, ist ja ein 5600X, der hat keine integrierte Grafikeinheit. Dann haben wir noch einen Netzwerkanschluss, 4x USB 3.0, einmal USB 3.1, USB Typ C ist mit am Start und 2x USB 2.0. Das ist schon in Ordnung, das Board. Das kann man machen in dem Preissegment, ja. Und das kostet 133,38 € bei XCOM. Das Gehäuse ist ein Boostbox Prometheus. Findet man so nicht, habe ich eine Alternative genommen. Das ist dann das Krux Astral. Ich weiß auch nicht, wer sich diese Namen ausdenkt. Aber es hat halt auch vorne so einen RGB-Streifen, ist vom Designpunkt ungefähr gleich. Es fehlt jetzt ein 120mm Lüfter in der Front, der sowieso nichts tun kann, weil die Front ist geschlossen. Hecklüfter bringt das Ding mit. Ja, als Alternative einfach nur für den Preispunkt. Und das kostet 58,76 € bei Mindfactory. Und ich garantiere euch, dass Boostbox noch billiger an die eigenen Gehäuse drankommt. Sind ja Eigenkreationen. Das Netzteil ist ein 600 Watt Boostbox Power Boost 80 Plus Gold. Das hat eine Herstellergarantie von einem Jahr. Ey, wie viel Vertrauen hast du in deine eigenen Produkte? Ist ja ein Boostbox-Netzteil, dass du nur ein Jahr Herstellergarantie gibst. Ich meine, klar, es gibt Gewährleistung. Das dreht dann wieder die Beweispflicht um und so ein Quatsch. Aber ein Jahr Herstellergarantie. Die billigsten von Be Quiet haben, glaube ich, 3 Jahre oder 5. Das hier hat ein Jahr. Immerhin eine 80 Plus Gold-Zertifizierung und festes Kabelmanagement. 600 Watt, ja, ist in Ordnung, reicht für das System ganz dicke. ATX 2.4 ist schade, dass es nicht 3.0 ist. Aber ey, also wenn ich es umkonfigurieren könnte, würde ich das Netzteil als erstes umkonfigurieren. Also ein Jahr Garantie. Und das kostet 59,90 € bei cslcomputer.com. Ja, wo auch sonst. CSL ist Boostbox. Also CSL ist der Mutterkonzern, soweit ich das verstanden habe, und Boostbox so diese Gaming-Sparte. Als Kühler bekommen wir eine GameStar Liquid mit ARGB 240mm Wasserkühlung. Nur für den Designpunkt, damit ihr wisst, wovon ich rede. Guckt euch diesen Pumpenkopf mal an. Ja, da ist ein Boostbox-Logo drauf. Ich zeige euch gleich noch was dazu. Und das hier ist halt die LS520 von Deepcool. Ist der gleiche Pumpenkopf. Ist nur kein Boostbox-Logo drauf. Das Witzige ist, die hatte ich schon im Test, also die 360er-Variante. Die bringen einen austauschbaren Knopf quasi mit, dass ihr den Pumpenkopf ändern könnt. Also ihr könnt ihn selber bekleben, bedrucken oder sonst was und dann da draufsetzen. Was anderes werden die auch nicht gemacht haben. Ist aber auch egal. Ist eine 240er Wasserkühlung. Auf dem Prozessor muss gar nicht sein. Kann auch ein Luftkühler sein. Wobei in dem Gehäuse ist es wiederum nicht schlecht, dann wird er nicht allzu heiß. Da müsst ihr euch nur noch Sorgen um die Grafikkarte machen. Aber sonst ist das okay. Und die kostet 84,99 € bei 0%shop.de oder Galaxus oder Notebooks billiger. Windows ist übrigens nicht mit dabei. Was mit dabei ist, sind 3 Jahre Garantie, finde ich gut, deckt nämlich auch das Netzteil ab. Dann kommen wir auch zum Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1049,82 € und das System kostet 1349 €. Macht es mir jetzt besonders einfach, sind 300 € Unterschied. Ist in einem Preisbereich von 1349 € halt einfach zu viel. Wenn das jetzt ein 3000 € PC wäre, hätte ich jetzt gesagt, pff, ja, okay. Aber in dem Preisbereich, das ist quasi 25%, was ihr einfach nur dafür bezahlt, dass es zusammengebaut wird. Von der Konfiguration her, zu wenig RAM. Es hätte mehr reingepasst, habe ich ja eben schon gesagt. Das Netzteil, Katastrophe. Das Gehäuse, vertraue ich nicht mit diesen Seitenschlitzen. Habe ich ja selber getestet, von daher, ich kann es ja sagen. Nee, muss nicht sein. Ich hätte auch eine Alternative, diesmal wieder von Dubaro. Wir rotieren ja immer so ein bisschen durch. Wir gucken, welche Shops sind gut und welche haben gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Meistens, die haben auch Ausreißer. Aber dann nehmen wir dann Dubaro, Krotos, MyPC oder Systemtreff. Da kann man immer relativ gut gucken. Und in dem Fall ist es der Gamer-PC Ryzen 5 7500F mit RTX 4070 Super. Ja, DLSS 3 für 1349 €. Wir bekommen den AMD Ryzen 5 7500F. Das ist schon AM5. Da könnt ihr die nächsten paar Jahre noch drauf aufbauen. Ihr könnt immer wieder erweitern, was den Prozessor angeht. Von der Leistung her, wenn wir jetzt den 5600X und den 7500F vergleichen, liegt der alleine in der Produktivität 19% vor dem 5600X und im Gaming immerhin 12,5%. Das heißt, ihr bekommt schon mehr Leistung und seid auf der aktuelleren Plattform. Der Kühler ist ein Enderfy Spartan 5 Max, ist nichts Besonderes, hatte ich auch schon im Test. Ist ein stinknormaler schwarzer Kühler mit seinen Kühlfinnen da und Silber.
hält ihn kalt, reicht. Ist natürlich keine fancy Wasserkühlung. Das wurde dann somit wieder ausgeglichen, was man sparen kann. Das Mainboard ist ein MSI Pro B650S Wi-Fi. Ist kein besonderes Board. Braucht man nicht drüber reden. Ist natürlich auch irgendwo günstig, aber Full ATX. Ihr habt die Erweiterungsmöglichkeiten. Ihr könntet theoretisch sogar ein 7800X3D draufschmeißen. Würde ich jetzt nicht so machen, da würde ich ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen fürs Mainboard, aber es ist technisch halt möglich. Wir bekommen eine RTX 4070 Super. Die ist eine Stufe höher gegenüber der 4070. Ganz einfach. Der Arbeitsspeicher ist auch das Doppelte. 32 GB, 6000 MTS Kingston Fury Beast. Also DDR5, 6000 MTS, also über der Angabe von AMD. Leider CL36, könnt ihr aber umändern, 15 Euro und dann ist es CL30er RAM, das was wir immer sagen. Aber ist halt die doppelte Menge an Speicher einfach. So ist es. Wir bekommen die gleiche SSD. Ne, würde ich auch ein bisschen mehr nehmen. Wir bekommen ein 750 Watt MSI Mac A750 GL 80 Plus Gold ATX 3.0. Neuer Standard und qualitativ auch deutlich besser das Netzteil. Nur um den Punkt Garantie abzudecken. 7 Jahre. 7, nicht 1. Und das Gehäuse ist das Endorphi ARX 500 ARGB mit Glasfenster. Da habt ihr vier Lüfter drin, die schon beleuchtet sind und auch eine Meshfront und es ist alles kühl, alles fein. Es fehlt, wie gesagt, die Wasserkühlung. Und auch hier ist kein Betriebssystem mit dabei. Schauen wir uns da mal die Liste an. Haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1240,44 Euro mit der günstigsten Grafikkarte. Wir wissen ja jetzt nicht, welche genau reinwandert. Ja, und das Ding kostet halt genauso viel wie der GameStar-PC. Hat jetzt einen Aufpreis von 110 Euro fürs Zusammenbauen. Mit Garantie. Leider nur 2 Jahre anstatt 3, aber das Netzteil hat immerhin 7. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Schnellerer Prozessor, schnellere Grafikkarte, doppelt so viel RAM, aktuelle Plattform, stärkeres Netzteil für den gleichen Preis. Es gibt halt einfach keinen Grund, diesen PC zu kaufen. Auch nicht, weil irgendwie GameStar oder so draufsteht. Muss nicht sein. Also von daher, ich würde dann entweder die Alternative nehmen. Wenn ihr was Stärkeres braucht, könnt ihr auch uns fragen im Discord. Überhaupt kein Thema, wir helfen euch dabei. Aber ja, das braucht eigentlich keiner zu kaufen. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.